Und damit hallöche, liebe YouTuber, YouTuberinnen, ich bin der liebe Fallapfel. Ja, und die meisten von euch kennen mich sicherlich, ja. Oh ja, ich habe hier ein paar Ausschnitte von der Kampfdrohne zusammengeschnibbelt. Nur extra für euch von Battlefield 4, Shiner Rising! Ja, natürlich Gameplay, kein Let's Play. Ich laber hier einfach in die Sequenzen mit rein. Ganz am Anfang habe ich den Belion getötet. Hallo Belion, schöne Grüße nochmal von mir. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist von Minecraft. Ja, der Link, da klickt ihr gerne, könnt ihr gerne reinklicken. Dort unten im Bildschirm seht ihr das auch schon. Da klickt ihr einfach rein und wenn euch die Band so gut gefällt wie mir, klickt ihr doch bitte mal da rein. Die werden sich auf jeden Fall freuen, sind noch nicht groß auf YouTube, sind noch keine großen Musiker. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zur Kampfdrohne. Boah, diese Waffe ist einfach nur der Wahnsinn. Also, ich liebe sie. Also, ohne sie würde ich Battlefield zwar mögen, aber nicht lieben. Also, diese Waffe ist der Wahnsinn. Also, ich liebe sie einfach. Also, ich kann es einfach nicht erwähnen. Es ist so ein Mörsergerät, wie man das hier sehen kann. Guck mal da. Bam! Und er ist ja auch schon tot. Das Geile ist, wir brauchen 2 Hits. Da sieht man jetzt nochmal, das ist der erste Hit hier an den Tank. Mindestens nur zwei Treffer. 2 Hits, dann geht ein ganzer Tank down, Alter. Das ist richtig genial. Und man kann mit diesem Mörser-Ding sich richtig geil die Sniper runterholen. Und die ganzen Camper, die irgendwo am Snipen sind, auf irgendeinem Hügel, kann man mit diesem Gerät richtig geil runterholen. Das ist quasi runterholen. Oh, der hat runterholen auf YouTube gesagt. Ja, das ist quasi, man kann diese Drohne, wie man das hier nochmal in diesem Video sieht, ich steuere sie. Ich kann diese Drohne steuern. Ja, Leute, es wird abgeschossen wie ein Mörser. Man hat einen Schuss, kann den Schuss natürlich wieder aufladen. Da man eh als Versorger unterwegs ist, kann man das jederzeit wieder aufladen mit seiner Munitionskiste. Kann aber erstmal nur einen Schuss abschießen und das dauert natürlich ein bisschen, dass es nachlädt. Ganz klar, EA dachte sich natürlich, dass wir da nicht direkt vollgespammt werden mit Bomben, ist das auch verständlich. Und da habe ich mal einen Roadkill gemacht. Sehr geil. Auf jeden Fall ist das eine richtig geile Sache. Und du kannst das Ding, diesen Mörser, diese Rakete lenken. Du kannst damit Helikopter runterholen. Du kannst damit Flugzeuge versuchen runterzuholen. Also ich habe es versucht, ein Flugzeug runterzuholen. Aber ihr kennt mich. Ich bin in sowas unbegabt. Wenn mir das mal passiert, dann feiere ich das auf jeden Fall. Richtig geil. Ja, da habe ich nochmal ein bisschen rumgecampt. Ja, der Fallapfel, der alte Camper. Ja, eigentlich wollte ich euch ja nur Material zeigen, wie ich mit dem Mörser rumschieße. Aber irgendwie kam das zustande hier. Das Camping-like Fallapfel. Und das musste ich natürlich mit reinschneiden. Geile Sache auf jeden Fall. Und da sieht man nochmal genau, hat man am Anfang nochmal gesehen, dass ich den Sniper runter raus da aus seiner Ecke geholt habe. Der hat richtig heftig da gekämpft und hat richtig genervt, hat unser Team richtig dezimiert. Pack meinen Mörser aus und hol den da einfach runter. Und dann haben wir wieder bessere Chancen, hier was zu machen und können die Gegner leichter holen. Also von der Strategie hier kann man da richtig viel geile Sachen mitmachen. Und natürlich auch lustige Sachen. Also man kann echt lustige Sachen mit anstellen, wenn man jetzt mit mehreren mit diesem Mörser unterwegs ist und alle gleichzeitig irgendwo rumschießen und irgendwas so abschießen. Kann das schon ganz schön nerven, aber es ist auch auf jeden Fall lustig. Hier nochmal den Tankdreck geholt. Das alles in einer Runde nochmal schnell aufgetankt. Die Munition und ein paar Gegner gekillt. Also ist es richtig geil, dieses Teil. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, was braucht ihr dafür? Was braucht man da überhaupt für so ein Mörser? Kampfdrohnen-Geschwader, würde ich mal sagen. Ja, ihr braucht Airfly Reborns. So wird das Ganze ausgesprochen. Und das bedeutet, ihr braucht 3 Kills in Folge und insgesamt 8 Kills. Das bedeutet immer wieder 3 Kills in Folge. Macht ihr am besten bei Luftherrschaft. Der neue Modus bei Shiner Rising. Und da könnt ihr das Ganze natürlich dann auch freispielen. Und das geht super leicht. Wenn ihr gut mit einem Jet seid, dann geht das Ganze in 5 Minuten oder noch nicht mal. Dann habt ihr das ganze Teil. Also es ist echt easy und es lohnt sich auf jeden Fall. Ach ja, apropos Luftkampf. Ja, ja, ich hab den Schimpanse mal auf dem Schlachtfeld getroffen. Ja, Leute. Deswegen auch die ganzen Screenshots. Hab es auch ein bisschen aufgenommen, muss ich sagen. Ja, ich hab ein Gameplay mit Schimpanse. Muss sagen, ich habe nicht direkt mit ihm gezockt oder habe nicht mit ihm gespielt, war jetzt nicht mit ihm auf dem TS oder so oder habe mich mit ihm abgesprochen. Ich habe mich quasi in sein Squad reingeschlichen, muss man dazu sagen. Ganz dreist einfach in sein Squad reingegangen. Ein Kollege, also der Mary Rick,
Könnt ihr auch mal gerne auf seinen Kanal schauen. Auch bei mir verlinkt natürlich. Könnt ihr gerne reinschauen. Und da, er hat auf einmal gesagt, hey, der Schimpanse ist auf meinem Server. Da dachte ich, nein, der Schimpanse, laber doch nicht. Doch, doch, der Schimpanse ist hier. Ja, ja, laber doch nicht. Ja, und was tue ich? Ich joine natürlich hinterher. Und wer ist da? Schimpanse. Ja, okay. Die Stats waren für den Arsch. Die Kills waren für den Arsch. Wir haben nicht viel auf die Reihe gekriegt. Es war auch mehr Just for Fun. Und ich habe es natürlich aufgenommen, ein paar Bilder gemacht. Und werde das Ganze als Gameplay auch hochladen. Werde dazu noch mal ein bisschen was quatschen. Weiß ich noch nicht. Irgendwas quatschen. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen. Wird mir auf jeden Fall was einfallen und daraus werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen was zaubern. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Ja, und ich hoffe, ihr natürlich auch. Ja, nämlich Erdbeerkäse ist nämlich nicht ganz so gesund, würde ich nämlich sagen. Ja, Erdbeerkäse ist auf jeden Fall nicht gesund. Das würde ich nämlich auch sagen. Ja, und was ich noch zu sagen wollte, ich war ja gestern bei der Bubble-Stunde vom Harzel. Sein Kanal ist natürlich auch bei mir verlinkt. Geiler Typ auf jeden Fall. Harzel ist einer der coolsten Leute, die ich generell jetzt mittlerweile kennengelernt habe. Okay, der geilste jetzt nicht. Also nicht, dass die anderen jetzt denken, fühle ich mich scheiße. Harzel ist einer, den ich kennengelernt habe, der auch cool ist. Also geil ist. Mit den anderen zusammen, tut mir leid. So war das gemeint. Will mich hier nicht ne, Leute. Auf jeden Fall richtig cooler Typ und es lohnt sich auf jeden Fall reinzumachen. Er macht so Art Bubble-Stunden. Das bedeutet, er lädt YouTuber ein, an die man sonst eigentlich normalerweise nicht rankommt. Und mit denen kann man dann quasseln. Und er lädt das Ganze auf YouTube hoch und das wird dann geschaut. Und das auch richtig gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ja, und ihr ratet nie oder ihr werdet es nie glauben, mit wem ich gestern Abend gequasselt habe. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, es ist eine Legende. Es ist der Veteran in Battlefield, generell in allen Battlefield-Spielen. Es ist einfach der Veteran überhaupt in Deutschland. Ja, ja, ihr könnt es nicht glauben, also ich kann es mehr nicht glauben als ihr überhaupt. Es war nämlich der Heiner Waldmann. Ja, Heiner Waldmann. Nochmal hier schöne Grüße, falls du zuschaust oder nicht. Auf jeden Fall richtig geiler Typ. Also er ist ja, sagen wir mal, etwas von der älteren Generation und ist da aber auch eine Legende. Ey, guck mal hier, Wally, das fand ich so geil, das musste ich nochmal mit reinpacken. Hat zwar jetzt mit der Kampfdrohne nichts so zu tun, aber das musste ich einfach reinpacken. Das fand das so geil und irgendwie dieser Wally, wo der mir hinterher läuft und den ganzen fucking Bau fällt erstmal nur, weil er da dran vorbeifährt. Wally! Wally! Ja, und diese Teile machen auch ganz schön viel Damage. Da muss man echt manchmal aufpassen, weil man die auch nicht direkt sieht. Man kennt es ja auch von Battlefield 3 ein bisschen, da haben sie auch schon ein bisschen rumgenervt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die hier bei Battlefield 4 ein bisschen mehr Schaden machen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, der Heiner war da. Und, oh mein Gott, es ist so ein cooler Typ. Also, er ist so auf dem Boden geblieben. Ich habe noch nie, bis jetzt noch nie jemanden gesehen auf YouTube, der so groß ist. Oder sagen wir auch mal, eine Berühmtheit auf YouTube ist, sage ich mal. Und, was heißt auf YouTube? In der Gamer-Szene, so, sorry. In der Gamer-Szene so berühmt ist. Und, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so bodenständig geblieben ist. Der Heiner, kannst du ja noch nicht mal selber glauben, dass er so weit oben ist oder bei unserer Generation, bei der Jugend so weit oben ist, als etwas älterer Mensch. Und er hat mit Battlefield 1942 angefangen, er hat alles komplett natürlich durchgespielt, hat auch bei COD ein bisschen mitgewirkt, hat aber dann irgendwann auch mal ein bisschen aufgehört und ist dann bei Battlefield geblieben und das war bestimmt der geilste Moment. Ich habe ja selber bei Battlefield 1942 auch mit angefangen, habe zwar gegen Bots gespielt und weil ich mir früher da zu der Zeit als kleiner Bubi noch kein Internet leisten konnte und meine Eltern auch selber kein Internet hatten, habe ich natürlich auch das trotzdem spielen können. Und geile Zeit auf jeden Fall. Und er konnte bei der Bubble-Stunde nochmal richtig geil was zu sagen. Und ich konnte mich mit ihm unterhalten. Und ich sag euch, guckt euch es an. Das Ganze wird Samstag kommen. Ich habe die Uhrzeit jetzt leider nicht im Kopf. Ich bin nicht ganz so vorbereitet. Es tut mir leid. Ich glaube, er hat gesagt, so gegen vormittags oder gegen 15 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr. Solltet ihr mal Samstag reinschauen. Ich werde das Ganze natürlich bei mir auf Facebook und überall verlinken. Keine Frage, da könnt ihr
werde ich euch auf den Laufenden halten, sorry. So. Oh ja, und schon wieder Roadkill. Ja, man kann mit der Kampfdrohne auch Roadkills machen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Lustige Momente und die explodiert nicht immer. Man macht einen Roadkill und die Bombe explodiert nicht. Und man könnte, rein theoretisch, könnte man mehrere hintereinander töten und dann nochmal explodieren. Also, da werden bestimmt einige Gameplays und einige Szenen zusammenkommen von anderen Leuten auch nochmal, die bestimmt richtig geil sind. Ja, auf jeden Fall, nochmal zum Abschluss zu kommen vom Heiner. Ey, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich Falle Apfel als kleiner YouTuber dabei war und mit Heiner labern konnte und mit ihm vielleicht auch irgendwann sogar mal Battlefield 4 zocken kann. Aber pssst, das bleibt unter uns. Nein, auf jeden Fall, geile Sache, geiler Typ auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, dabei zu sein und schaut beim Harzle vorbei, es lohnt sich. Gebt ihm doch mal ein Abo und schaut auf jeden Fall rein. Und ja, richtig coole Zeit gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich habe da noch mal ein kleines Andenken, wo wir jetzt langsam zum Schluss auch kommen. Oder was heißt Andenken, so ein kleines Vormerk. Ich möchte so, ihr seht ja die ganzen Szenen hier. Und vielleicht könnt ihr mir auch mal ein paar Szenen zusammenschnibbeln. Wenn ihr irgendwie ein paar geile Kills habt mit irgendeiner bestimmten Waffe, irgendwas Cooles, könnt ihr mir das gerne schicken. Okay, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Jimpanse macht es natürlich auch. Klar, ich habe mir das so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, abgeschaut. Aber ich finde diese Idee vom Jimpanse sehr geil. Und warum kann ich das nicht auch machen? Und warum kann ich euch nicht selber auch mit einbringen? Ja, würde mich auf jeden Fall darauf freuen. Und wir sehen uns, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Ja, war schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich auch wieder bei meinen Let's Plays. Es war mir wieder viel zu kurz, das Gameplay. Ja, bis dahin, tschüss.